Dann würden wir loslegen, ganz pünktlich um 12 Uhr. Darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum Forum 1 der heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Dr. Stefan Brink. Ich bin der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg und freue mich sehr, dass ich hier die Runde moderieren darf, die sich mit dem Thema befasst, neue Unmöglichkeiten, was macht eigentlich die Digitalisierung mit unseren Freiheitsrechten. Und ich darf zunächst mal die Runde vorstellen. Ich beginne mit Frau Dagmar Freudenberg, ehemalige Staatsanwältin. Sie ist Mitglied und ehemalige Vorsitzende der Kommission Strafrecht des Deutschen Juristinnenbundes. Ganz herzlich willkommen, freue mich, dass Sie hier sind. Begrüße bei der Gelegenheit auch eben, habe ich Sie gesehen, genau die Frau Steinl, die derzeitige Vorsitzende. Dann haben wir hier im Bunde die Frau Dr. Maria Scharlau, Menschenrechts- und Polizeirechtsexpertin von Amnesty International. Sie ist dort Referentin für internationales Recht. Ganz herzlich willkommen. Zu meiner Linken Herr Professor Tobias Singelstein von der Ruhr-Uni Bochum. Er hat dort einen Lehrstuhl für Kriminologie inne. Und last not least in unserer Runde Dr. Bijan Mohini. Er ist Rechtsanwalt, vielen bekannt als Syndikus hier, der GFF und auch manchen vielleicht bekannt inzwischen als Buchautor. Darüber reden wir später ein bisschen intensiver. Als Einstieg zu dem ja wirklich sehr umfassenden Thema, was macht die Digitalisierung mit unseren Grundrechten eigentlich, wollte ich Ihnen, Frau Freudenberg, die Frage stellen, wenn wir über Digitalisierung nachdenken, denken wir wahrscheinlich in erster Linie an Facebook, an Google und Co. und ein bisschen weniger an den Staat. Der Staat ist sicherlich nicht der Treiber der Entwicklung. Wenn wir an Digitalisierung denken, denken wir an den virtuellen Raum, der zunächst mal notgedrungen ein regelarmer Raum war, also wo sich der Staat auch, was seine Regulierungsmöglichkeiten angeht, sehr zurückgehalten hat. Ist das eigentlich schlecht aus Ihrer Sicht oder ist das eine ideale Situation? Brauchen wir Regeln für den digitalen Raum? Also ich denke schon, dass wir da Regeln brauchen im Ergebnis. Ich bin vor 5 Jahren erstmals mit dieser Thematik in Berührung gekommen und habe damals gesagt, okay, das war auch der Widerspruch zwischen Freiheit im Internet und Regelung. Ich habe damals gesagt, im Straßenverkehr war es so um 1900 ja auch so ähnlich. Ne? Da hatte man freie Straßen, freie Wege, da konnte man fahren, wo man wollte. Das war nicht weiter schlimm, der Verkehr war nicht so stark. Es haben sich die Leute nicht gestört gegenseitig und passiert ist auch nicht allzu viel an Unfällen. Mit zunehmendem Straßenverkehr haben wir dann vermehrt auch Regeln gebraucht und bekommen. Das ging nicht anders, weil einfach sich nicht alle an das, was Grundlage ist, gehalten haben. Das ist mit dem Internet so ähnlich. Wir haben im Internet sicherlich viele Menschen, die sich an das halten und damit wirklich auch verantwortungsbewusst umgehen, aber wir haben eben auch Menschen, die sich daran nicht halten. Das Internet, das darf man nicht vergessen, ist ein Machtinstrument auch. Und das betrifft dann insbesondere diejenigen, die schwächer sind, die zu Minderheiten gehören oder aber die eben unterdrückt werden können oder beeinträchtigt werden können durch Internet-Postings oder Ähnliches. Das ist schon ein Stichwort. Wir haben gerade auch, was Frauen anbetrifft, und ich bin ja Mitglied des Deutschen Juristinnenbundes, wie Sie wissen, die Schwierigkeit, dass Frauen in vieler Hinsicht dominiert worden sind von Männern, aber auch noch werden. Und dafür müssen wir schauen, ob wir da nicht Regeln finden, die das unterbinden. Ich bin jemand, der im Deutschen Juristinnenbund auch dafür steht, gegen Gewalt gegen Frauen. Das war jahrelang Thema auch der Strafrechtskommission, die ich geleitet habe früher, und auch der Kommission Gewalt gegen Frauen und Kinder. Kinder sind eine ähnliche Gruppe, die eben beeinträchtigt werden kann. Und man darf nicht vergessen, wir sind ja heute bei 70 Jahre Grundgesetz. Wir haben einen Raum, in dem wir die Grundrechte der verschiedenen Nutzer dieses Raums miteinander versöhnen müssen. Dieser Raum braucht Regeln, weil es immer wieder Regelverstöße gibt, muss man diese Regeln auch durchsetzen können. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem wir noch einiges klären werden müssen. Vielleicht, wenn ich da einhaken darf,
Frau Schaller, wie würden Sie es sehen? Würden Sie auch sagen, Internet, virtueller Raum, wir brauchen Regeln? Oder man könnte da auch einen ganz liberalen Standpunkt einnehmen und sagen, die besondere Qualität des neuen virtuellen Raums besteht ja gerade darin, dass weniger geregelt ist als in unserer Lebenswelt. Und die Qualität sollten wir nicht in Frage stellen. Naja, also für uns sind ja Menschenrechte der Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit. Und dann fand ich auch die Frage eben vorher sehr gut, wessen Freiheit oder für uns ist die Frage, wessen Menschenrechte. Und man muss eben schon feststellen, dass 70 Jahre nach Entstehung des Grundgesetzes, übrigens ja auch 70 Jahre nach Entstehung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wurde ja auch schon gesagt, man natürlich mit Herausforderungen da zu tun hat, die hat sich da wirklich keiner träumen lassen von den Gründern und Gründerinnen. Und die Einflussnahme, die zum Beispiel Akteure wie Google, Twitter, Facebook haben auf Menschen, die ist ja so groß. Ich mache mal nur, damit man es mal plastisch hat, ein Beispiel. Also wenn man jetzt gesperrt ist auf Twitter, Facebook etc., das ist ja wirklich, da kann man quasi in seiner digitalen Meinungsäußerung lahmgelegt werden. Ne? Das heißt, wir müssen uns eben einfach mit diesen Auswirkungen beschäftigen, die nicht nur sind, einer gegen einen sozusagen, privat gegen privat, Nutzer gegen Nutzer. Das ist dann eher die Frage, wenn man Hate-Postings hat, wie geht man dagegen vor? Sondern wir haben ja auch einfach eine unglaubliche Macht dieser Unternehmen. Und das stellt natürlich auch eine Organisation wie Amnesty vor ganz neue Herausforderungen, denn unsere sozusagen Grundarbeit war ja immer, staatliche Menschenrechtsverletzungen identifizieren, ne? Menschenrechte als Abwehrrechte benennen und Abhilfe fordern. So, jetzt haben wir plötzlich Akteure eben wie Google, Facebook etc. und wir merken, zum Teil können die Menschenrechte noch viel stärker einschränken, beziehungsweise der Staat muss eben aus unserer Sicht dann in Form von menschenrechtlicher Schutzpflicht dagegenhalten und regulieren auf jeden Fall. Aber das macht natürlich ganz neue Dynamiken auf und ganz neue Verhältnisse. Wir haben jetzt inzwischen eben auch Kampagnen gegen Google, die eine bestimmte Suchmaschine für den chinesischen Markt entwickeln wollten und wo wir dann fürchten, dass sozusagen die Zensur noch weiter zunimmt. Und wir sagen natürlich auch immer dem chinesischen Staat, was wir davon halten, aber inzwischen halten wir uns eben dann auch an Google, weil einfach das die Realität ist heute. Da werden Menschenrechte eben einfach auch von privaten Akteuren bedroht und dafür brauchen wir eine ganz neue Architektur eigentlich der Menschen. Wir haben das, glaube ich, auch im Grundgesetz. Durch menschenrechtliche Schutzpflichten kann da auch in Deutschland was passieren, aber ich glaube, das muss noch sehr weiterentwickelt werden. Und ein Weg ist auf jeden Fall, dass der Staat seine Schutzpflicht wahrnimmt und zum Beispiel in Form des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, was man jetzt davon hält, mal auf einem anderen Blatt, da Regulierung schafft. Ganz herzlichen Dank. Herr Professor Singelstein, ich versuche es mal, Sie ganz schräg anzumoderieren, indem ich sage, als Kriminologe kann man ja sich eigentlich nur wünschen, um das eigene Betätigungsfeld möglichst breit zu halten, wenn der virtuelle Raum möglichst intensiv reguliert wird. Würden Sie das so sehen? Nein, das würde ich nicht so sehen. Also ich glaube, man kann sich überhaupt den virtuellen Raum erstmal ganz differenziert angucken bezüglich der Frage, welche Regeln da gelten. Es ist ja keineswegs so, dass es dort keine Regeln geben würde, dass dort keine Regeln gelten würden. Es gibt halt nicht in dem Maße staatliche Regulierung, wie wir das aus anderen Bereichen der Gesellschaft kennen. Aber natürlich gibt es soziale Normen, gibt es soziale Regeln, die im Internet, die in der Kommunikation gelten, wie das in jedem menschlichen Miteinander der Fall ist. Und deshalb ist aus meiner Sicht eher die Frage, in welchem Maße soll der digitale Raum, der virtuelle Raum von staatlicher Seite reguliert werden. Und ich glaube, da ist es schon so, dass wir ein gewisses Maß an Regelungen brauchen. Aus meiner Sicht ist die Frage eher, was für Regeln sollen es sein und wie kommen diese Regelungen zustande? Es sind ja jetzt schon ganz verschiedene Aspekte angeklungen. Auf der einen Seite haben wir große multinationale Konzerne, die diesen ganzen Bereich sehr stark dominieren und wo es um die Frage geht, wie kann und muss man die vielleicht regulieren, um auch Bürger vor diesem mächtigen Einfluss zu schützen und Grundrechtsausübung möglich zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es insbesondere von Seiten der Sicherheitsbehörden natürlich ein massives Interesse, den Bereich zu regulieren und zu öffnen für bestimmte Formen von Kontrolle und Überwachung. Und das sind eben sehr unterschiedliche Formen von Zugriffen in Form von staatlichen Regeln, die da stattfinden. Und meine Frage ist eher, was hat da eigentlich den Vorrang? Wo wird diskutiert, was wichtig ist, was eher reguliert werden sollte? Und wie kommen diese Regelungen dann infolgedessen zustande? Und da ist meine Befürchtung,
eher, dass sich da gerade ganz praktische Interessen durchsetzen, nämlich wirtschaftliche Interessen, sicherheitsbehördliche Interessen, dass wir also nicht aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive erstmal abstrakt diskutieren und überlegen, inwieweit und in welchen Bereichen wollen wir diesen Raum wirklich regulieren, sondern dass sich eben diese praktischen wirtschaftlichen und sicherheitsbehördlichen Interessen durchsetzen und bestimmen, welche Regeln für diesen Raum geschaffen werden. Herr Professor Meyer hatte eben in seinem Vortrag angesprochen, dass wir mal den Blick werfen auf die Zeit 1949, 2019. Kann man vielleicht sagen, Herr Professor Singelstein, dass wir es 1949 eher mit einer Problematik zu tun hatten, ob der Staat möglicherweise zu viel reguliert hat in Bezug auf öffentliche Stellen und wir es 2019 mit der Frage zu tun haben, ob der Staat möglicherweise zu wenig reguliert in Bezug auf private Stellen? Ja, ich finde, die Frage kann man sich stellen. Wir stehen natürlich in der globalisierten Welt, steht der Nationalstaat und steht der nationalstaatliche Gesetzgeber, auch der EU-Gesetzgeber vor ganz anderen Herausforderungen. Er hat auf viele Entwicklungen nicht mehr in dem Maße Zugriff, wie das damals der Fall ist. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, gerade das, was Konzerne wie Google oder Facebook oder so schaffen und leisten und was für eine Macht sie auch haben, in so einem Rahmen dann zu regulieren. Vielen Dank. Herr Mohini, Sie sind Rechtsanwalt, Syndikus, GFF. Aus Sicht eines Anwalts ist es ja nicht unproblematisch, wenn wir eigentlich zu wenig Regeln haben, zu wenig staatliche Regeln haben, wie will ich meinen Mandanten gut und vor allen Dingen sicher beraten können, wenn es relativ wenig Regulierung gibt. Ist das eher ein Problem oder kommen Sie sozusagen mit der derzeitigen, auch gerade zivilrechtlichen Lage aus, was zum Beispiel Internetanwendungen angeht? Große Frage. Also ich glaube, aus der Sicht des Anwalts und auch aus der Sicht des Mandanten sind wenige Regeln zunächst einmal gut. Kommt natürlich darauf an, wen man vertritt. Wenn man jemanden vertritt, der dem irgendetwas vorgeworfen wird, dann wird er sich freuen, dass es da eben noch keine Regel gibt, die jemandem was verbietet. Also beispielsweise, wenn wir für Menschen streiten, die Zugang zu Tor-Dienstleistungen, also zu Dienstleistungen, in denen man im Internet surfen kann, ohne seine IP, dass seine IP immer mitsurft. Wenn wir solche Menschen vertreten, dann können sie nach der jetzigen Rechtslage sich noch freuen, sie dürfen das. Aber es gibt eben Bedrohungen durch zum Beispiel die Versuche oder die Anregungen jetzt aus dem Staatsapparat insbesondere, zum Beispiel das Darknet zu verbieten. Und da kann man sich natürlich fragen, ja, ist das legitim, dass es das Darknet gibt, da werden ja Straftaten begangen, aber vielleicht um die Analogie aus dem Straßenverkehr zu verwenden, die ich eigentlich ganz hilfreich finde, das wäre ein bisschen so, wie wenn man in den Anfängen des Straßenverkehrs gesagt hätte, wir verbieten eine komplette Fahrzeugklasse oder wir verbieten es, Straßen gänzlich zu nutzen, einfach nur, weil dort es zu Unfällen kommt. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Wir sehen natürlich, dass es Menschen gibt, die schutzwürdig sind, die man beschützen muss und auch durch Regeln, vielleicht auch durch neue Regeln. Wobei ich, wie Herr Singelstein auch sagen würde, wir haben ja jetzt schon, also Beleidigung ist auch jetzt schon ein Straftatbestand. Wir brauchen keine Beleidigung im Internet oder dergleichen, nicht unbedingt. Also vielleicht gibt es Bedarf in gewissen Beziehungen, aber ich habe das Gefühl, dass der Staat systematisch übertreibt. Also zum Beispiel mit diesem Riesenschwert, jetzt das ganze Darknet zu verbieten oder wir brauchen jetzt eine Klarnamenpflicht, was für viele Menschen, die anonym im Internet unterwegs sein wollen und müssen, ein extrem großes Problem ist. Und also beobachten wir, dass dieser Kontrollverlust, den der Staat offenbar spürt, also quasi wie wenn man da so einen neuen Kontinent hat, ein Amerika, das sich öffnet und dann kommt die britische Imperialmacht und will ihre Regeln durchsetzen und übertreibt. Und das ist so unser Vorbehalt, den wir haben, den ich auch als Anwalt natürlich habe, wenn ich Mandanten gerade so aus dem netzpolitischen Bereich oder so vertrete oder wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und ja, deswegen gibt es uns. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Lassen Sie uns mal den Blick ein bisschen ausweiten, nicht nur den Staat als Regulierer, also als Grundgesetzgeber, als einfachen Gesetzgeber in den Blick nehmen, sondern auch den Staat als jemanden, der natürlich auch nach wie vor nicht nur seit 1949, sondern auch noch 2019 natürlich eingreift, natürlich selbst auch in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger eingreift, sei es durch polizeiliche Maßnahmen, durch staatsanwaltschaftliche Maßnahmen. Und schauen wir da mal drauf, was die Digitalisierung mit diesem Staat als Eingreifenden macht. Wir haben hier in Berlin ein sehr schönes Projekt gehabt, das nannte sich Gesichtserkennung, wo der Staat also wirklich hoch interessiert daran ist, seine Bürger nicht nur generell
zu überwachen und in den Griff zu kriegen, sondern auch zu identifizieren und zu gucken, wer bist du eigentlich und wie kann ich denn dir noch genauer sozusagen auf die Finger schauen. Wir haben in vielen Bereichen inzwischen die Erfassung biometrischer Daten. Schauen wir mal auf die Ausweise, die wir alle so mit uns tragen. Früher ging das offensichtlich auch anders. Heute brauchen wir also offensichtlich einen Staat, der noch viel genauere, viel auch persönlichere Informationen von uns hat. Schauen wir mal auf ein Thema, das uns alle betrifft im Bereich des Verkehrs zum Beispiel, dass wir unsere Reisedaten, bestimmte Angaben als Passagiere eines auch inzwischen innereuropäischen Fluges zur Verfügung stellen müssen. Da ist der Staat offensichtlich munter unterwegs und versucht, den neuen virtuellen Raum auch mit zu erfassen und mit in seine Überlegungen einzubeziehen. Frage zunächst mal an Sie, Frau Freudenberg. Haben Sie den Eindruck, dass der Staat da schon ein bisschen übertreibt, oder ist das auch durchaus sinnvoll, den Einzelnen, auch den einzelnen Bürger, viel genauer noch in den Blick zu nehmen und stärker zu vermessen? Also natürlich macht einem diese starke Vermessung der Bürger etwas Angst, mir auch. Aber ich will mal an ein Grundprinzip erinnern. Wir haben in unserem demokratischen Rechtsstaat die Gewaltenteilung. Das heißt, der Staat hat das Gewaltmonopol. Damit verbunden ist die Verpflichtung des Staates zum Schutz seiner Bürger, und zwar aller Bürgerinnen und Bürger und insbesondere auch der Minderheiten. Der Minderheitenschutz ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und um diesen Schutz zu gewährleisten, es war heute schon mal von dem Vollzugsdefizit die Rede, muss man eben gucken, ob die Maßnahmen, die wir derzeit noch haben, gerade auch im Strafrecht, ob die ausreichend sind, um diesen Schutz wirklich hinzubekommen, um beispielsweise, und das war ja von Ihnen schon angesprochen, Herr Mouini, eine Beleidigung auch verfolgen zu können. Wie soll ich das machen, wenn ich im Internet nicht mehr feststellen kann, wer war es denn? Und wir haben das Schuldstrafrecht, das Täter-Schuldstrafrecht. Das heißt, derjenige, der es gewesen ist, kann zur Rechenschaft gezogen werden. Ich muss es ihm beweisen können. Keiner muss daran mitwirken, völlig richtig. Aber es war heute Morgen schon von Herrn Professor Hoffmann die Rede davon, dass früher es einfacher war mit den Telefonlisten. Da konnte man zuordnen. Da war es immer noch schwierig zu sagen, wer war denn nun am Telefon, um eine bestimmte Person identifizieren zu können. Das ist aber nicht einfacher geworden jetzt im Internet. Und das wird auch jetzt nicht einfacher werden mit der Zuordnung. Nehmen Sie das Handy, wenn ich mein Handy hier hinlege und ich passe gerade nicht auf und jemand postet da eine Beleidigung, nur eine Beleidigung, dann wird mir hinterher gesagt werden, du hast jemanden beleidigt. Habe ich aber gar nicht. Kann ich also auch immer sagen, habe ich nicht, ich war es nicht. Wie soll man mir das beweisen, wenn man die Daten, und da komme ich wieder auf die Eingangsfrage zurück, nicht definitiv feststellen kann, wer es gewesen ist. Und unter dem Aspekt und unter dieser Schutzverpflichtung des Staates, meine ich, muss man sehr genau gucken, was, und das ist ein Aushandlungsprozess meines Erachtens, was darf der Staat an Daten austauschen und sichern? Das ist ja auch eine Frage im Zusammenhang mit der Datensicherung. Was darf der Staat sichern, um es für solche Zwecke zu nutzen? Und da komme ich nochmal auf Sie zurück, Herr Singenstein, haben wir im Moment eine Sicherung von Daten nur bezogen auf schwerste Delikte und auch Auskunftsrechte nur bezogen auf schwerste Delikte. Das, wovon viele im Internet aber betroffen sind, nämlich Hassbotschaften, Beleidigungen, Verleumdungen etc., was zum Teil erhebliche Auswirkungen für die Betroffenen, man könnte auch sagen für die Opfer hat, das können wir nicht verfolgen. Ich war jetzt gerade am Montag auf dem Deutschen Präventionstag, wo staatsanwaltschaftliche Kollegen einen Vortrag gehalten haben im Zusammenhang mit Internetkriminalität, die darauf hingewiesen haben, ja, sie haben versucht, gelöschte Postings zu verfolgen, strafrechtlich. Sie waren zu dem Ergebnis gekommen, das hat einen strafrechtlichen Inhalt. Sie konnten es nicht, weil sie die Daten nicht bekommen haben, weil es einen Verweis gab auf den Server in USA und dann wieder zurück nach Irland. Inzwischen waren Wochen vergangen, das heißt, man hatte es nicht mehr. Das heißt, man muss sehr genau gucken, was darf man weitergeben? Darf man Gesichtserkennung machen? Wie weit geht das? Und ich glaube, da ist die Gesellschaft auch gefordert, auszuhandeln, was können wir verlangen, was der Staat zum Schutz seiner Bürger machen darf,
Und wo ist die Grenze erreicht, wo es nicht mehr geht? Greifen wir das direkt mal auf, Herr Singelstein, aus Sicht eines Kriminologen. Und zwar, wir 70 Jahre Grundgesetz, wir versuchen das ja auf verfassungsrechtlichen Blickwinkel zu machen. Würden Sie dem so zustimmen? Geht die staatliche Schutzpflicht tatsächlich so weit und müsste man nicht möglicherweise unser gutes, altes, analoges Grundgesetz in bestimmten Bereichen ergänzen, auch präzisieren, was genau diese Fragestellung angeht? Ja, ich denke schon, es bedarf der Weiterentwicklung. Ich glaube, wir müssen in diesem Bereich zwei Entwicklungen sehr grundlegend unterscheiden. Sie haben die Vermessung der Menschen angesprochen, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist konkrete Strafverfolgung oder vielleicht auch präventivpolizeiliche Maßnahmen. Welche Eingriffsgrundlagen sind wichtig, sind nötig? Ich glaube, das sind Bereiche, die man sich getrennt angucken muss. Vielleicht erstmal zu den strafprozessualen und präventivpolizeilichen Eingriffsgrundlagen. Es gibt in dem Bereich ja so ein bisschen zwei Narrative. Ne? Also Polizei und Staatsanwaltschaft sagen, es gibt ganz neue technische Möglichkeiten, über die kommuniziert wird und wir kommen da gar nicht mehr hinterher und wir brauchen dringend Instrumente, um da reinzugucken und um da Dinge durchsetzen zu können, um da Personen feststellen zu können. Das ist eine Perspektive auf die Sache und ich glaube, das ist natürlich so. Es gibt Bereiche, wo es da tatsächlich Defizite gibt und wo man im Einzelfall vielleicht schauen muss, gibt es Möglichkeiten, grundrechtsschonend da was zu ändern. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sehen, dass die Digitalisierung insgesamt eigentlich für die Strafverfolgungsbehörden ein sehr großer Segen ist, ja, weil er viel mehr Möglichkeiten und Einsichten, Ermittlungsansätze bringt für die Strafverfolgungsbehörden, als das früher der Fall war. Wenn Sie mal drüber nachdenken, was heute an Daten auf Ihrem Computer, auf Ihrem Handy, überall mittlerweile im Kühlschrank, wo auch immer gespeichert ist, worauf die Strafverfolgungsbehörden schon heute ohne weiteres zugreifen können und was dafür Einsichten möglich sind in ihr privates Leben, das ist um ein Vielfaches intensiver und auch rückblickend möglich, als das früher der Fall war. Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich eigentlich eher so, dass die Digitalisierung zu einer Stärkung der Strafverfolgungsbehörden führt und ihre Ermittlungsmöglichkeiten eigentlich vervielfacht. Aber ich würde Ihnen nicht widersprechen, es gibt sicher Bereiche, wo es Defizite gibt und wo man überlegen muss, muss man da neue Regelungen schaffen. Ich würde dann immer auch sagen, ich glaube, es gibt Räume, die müssen überwachungsfrei sein und die sollten überwachungsfrei sein. Und das ist nicht nur der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, sondern aus meiner Sicht sollte das ein bisschen mehr sein. Es war auch früher vor der Digitalisierung nicht so, dass der Staat in alle Lebensbereiche reingucken konnte, alles sehen konnte, alles rauskriegen konnte. Und ich glaube, wir tun ganz gut daran, dass es dabei bleibt. Der Bereich macht mir ehrlich gesagt deutlich weniger Sorgen, sehr viel mehr Sorgen macht mir das, was Sie angesprochen haben, nämlich die Vermessung der Menschen, also alles, was eigentlich in den präventiven Risikobereich geht, was also noch eigentlich dem Polizeirecht vorgelagert ist, eigentlich geheimdienstliche Sphäre ist. Ja? All diese Dinge, Gesichtserkennung, Biometrie, Massendatenauswertung, Predictive Policing, sind ja alles Versuche der Sicherheitsbehörden, Risiken zu identifizieren, bevor überhaupt ein Sachverhalt sich konkretisiert hat im Hinblick auf einen Tatverdacht oder eine Gefahr. Und das sind natürlich massive Grundrechtseingriffe, die auch relativ unterschiedslos uns alle betreffen. Und ich glaube, da brauchen wir ganz dringend rechtliche Grenzen und auch eine Weiterentwicklung dessen, was wir heute an grundrechtlichen Vorstellungen bezüglich informationeller Selbstbestimmung haben. Mhm. Herzlichen Dank. Herr Mohini, wieder mit Blick sozusagen aus der anwaltlichen oder aus der Sicht desjenigen, der den einzelnen Betroffenen auch schützt und verteidigt. Herr Singelstein hat es angesprochen, der Staat rüstet auf in diesem Bereich, auch sozusagen marschiert Schritt für Schritt, vielleicht langsam, aber er tut es in Richtung Digitalisierung, auch was seine Möglichkeiten angeht. Kann man da überhaupt als einzelner Betroffener oder als jemand, der den Betroffenen vertritt, mithalten? Ist das nicht, steht man da nicht einer staatlichen Stelle gegenüber, nehmen Sie mal die Gesichtserkennung, sich allein als Anwalt reinarbeiten zu müssen, was werden da an Daten erhoben? Mein Mandant kommt zu mir, beschwert sich darüber, er sei erfasst worden. Wie komme ich überhaupt an die Daten ran? Wie kann ich prüfen, ob mir Sicherheitsbehörden alle Daten gezeigt haben, die sie wirklich haben über meinen Mandanten? Ist da nicht ein ganz starkes Ungleichgewicht, das dann wiederum aufgefangen werden müsste, zum Beispiel im Grundgesetz, in dem eine Stärkung der Verteidigerrechte auch dort vorgesehen wird? Nein, also ich glaube, dass das
Recht da schon sehr viele Möglichkeiten bietet. Es ist sicher nicht immer Waffengleichheit da. Also wenn eine Bundespolizei über Monate mit Monaten Vorbereitung Gesichtserkennung einführt, die technischen Details und all das, das kann man natürlich nicht erfassen. Aber sie ist ja auch informationspflichtig, ein Stück weit zumindest. Sie gibt auch selbst Informationen preis. Da erfährt man dann so Dinge wie zum Beispiel Fehlerquoten, wie hoch die sind und kann sich dann auch selbst ausrechnen, wie wahnsinnig hoch die Betroffenheit auch von Unschuldigen ist. Und mit sowas kann man ja arbeiten. Gerichte sind ja auch durchaus darauf eingestellt, dass der Einzelne nicht genau dieselben Möglichkeiten hat wie der Staat. Und deswegen ist ja auch im Strafprozess oder auch im Verwaltungsprozess nicht so, dass ich darlegungspflichtig bin in jeder Beziehung, sondern es gibt einen Amtsermittlungsgrundsatz und zumindest in der Theorie funktioniert das ja auch. Wenn es in der Praxis schwierig wird, gibt es ja zum Beispiel auch die GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die uns ja hier alle eingeladen hat. Erzählen Sie uns von ihr. Ja, die so ein bisschen unterstützt und die dann so ganz exemplarische Fälle herauspickt und auch aufbaut und begleitet. Also wir haben Ressourcen und Möglichkeiten, die jetzt vielleicht jeder Einzelne für sich nicht hat, ob jetzt finanzieller Art oder auch Expertenwissen, auf das wir zugreifen können oder das wir teilweise sogar selber haben. Und das prägt ein Stück weit unsere Arbeit, ob man jetzt in jeder Beziehung, also zusätzliche Rechte helfen natürlich, also es ist auch nicht von ungefähr, dass das Bundesverfassungsgericht immer auch Verfahrensrechte hervorhebt, wenn es Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel zum BKA-Gesetzurteil, betont es immer, dass es auch Benachrichtigungspflichten gibt der Behörden gegenüber den Einzelnen, damit sie überhaupt erfahren, dass sie betroffen sind, Informationsrechte der Betroffenen selbst, in denen festgelegt sein muss, was sie erfahren dürfen und auf der Grundlage können sie dann arbeiten. Und wir haben zum Glück hierzulande auch noch nicht solche Dinge wie in den USA, dass man zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, ob jemand zur Bewährung entlassen wird oder ob er in Untersuchungshaft kommt, noch keine algorithmengestützte Entscheidungsprozesse gibt. Und dann, wenn man in die Algorithmen Einsicht bekommen möchte, dann das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis vorgeschoben wird. Ich hoffe, da kommen wir auch nie hin, also dass man in Deutschland dem vorbeugen wird. Aber wir sind, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Aber es ist natürlich mühsam. Vielen Dank. Frau Scharlau, Sie arbeiten für Amnesty International, sind dort Referentin für internationales Recht. Vor dem Hintergrund der Entwicklung, die wir uns gerade anschauen, ändert sich auch der Arbeitszuschnitt für Amnesty. Man kann ja auf der einen Seite sagen, wir haben entwickelte Staaten, die tatsächlich schon die neuen, modernen Eingriffsmöglichkeiten nutzen. Auf der anderen Seite sind die entwickelten Staaten ja meistens auch ganz gut darin, ihren Schutzpflichten, von denen Frau Freudenberg ja zu Recht gesprochen hat, auch nachzukommen und sozusagen sich auch vor die Bürger zu stellen, auch im Konflikt von Bürgern untereinander sinnvoll eingreifen zu können. Ändert sich ist die Arbeit von Amnesty nicht extrem unterschiedlich geworden, was die einzelnen Länder angeht, wo sie tätig sind? Auch eine große Frage. Also sicherlich sind die Herausforderungen sehr viel komplexer geworden. Und Sie haben natürlich recht, wir machen zum Teil die gleiche Arbeit wie vor 50 Jahren, wo man irgendwie, wir versuchen politische Gefangene zu befreien, die gefoltert werden etc. Also bestimmte analoge Menschenrechtsverletzungen wird es immer geben. Und wir haben plötzlich solche Entwicklungen eben wie zum Beispiel Staaten wie in China, wo mithilfe der Digitalisierung und der wirklichen Rundumerfassung, ich glaube, jede zweite Video- oder Überwachungskamera der Welt steht in China, inzwischen ja wahnsinnige Systeme entstanden sind, wo man zum Beispiel Punkte sammelt und alles beobachtet wird, weil eben Gesichtserkennungskameras überall stehen und wenn man sozusagen seinen Kaugummi auf den Boden fallen lässt, hat man sofort weniger Punkte und das hat Folgen für Immobilienkredite etc. Also sozusagen hier, das ist übrigens kleiner Werbeblock in dem aktuellen Amnesty-Magazin, das fand ich ganz schön, weil da wirklich genau diese Entwicklungen in China beschrieben werden, der perfekte Überwachungsstaat, wo aber auch eben die Menschen zum Teil ja gar nicht mehr so ein, also wenn man Befragungen glauben kann, dann ist auch in der chinesischen Bevölkerung, ist natürlich auch Folge des Systems logisch, die Betroffenheit dadurch nicht so groß, wie man meinen könnte, wenn wir das jetzt sehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, bietet die Digitalisierung auch Amnesty wahnsinnige Möglichkeiten. Wir haben inzwischen so einen digitalen Verifizierungschor, der bei Menschenrechtsverletzungen wie jetzt Luftangriffen in Syrien mithilft. Also dann sitzen ganz viele Menschen vor Computern und werten sozusagen digitale Bilder aus und überprüfen, wo welche Menschenrechtsverletzungen, welche Institutionen getroffen wurden etc. Also ich glaube, es ist ein riesiges Spannungsfeld, was ich aber schon so als Kern sehe, und ich meine zum Beispiel sowas wie der arabische Frühling 2011 war auch letztendlich von sozialen Medien, von Digitalisierung mit,
dynamisiert. Ne? Also diese Echtzeitübermittlung, es waren natürlich die Leute, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil Versammlungsfreiheit, ne? Artikel 8 Grundgesetz, das waren die Leute am Tahrirplatz, ohne die hätte das alles nicht stattgefunden. Aber auf der anderen Seite, ohne die sozusagen lauffeuerartige Verbreitung im Internet, hätte es nicht diese Reichweite gehabt und diese Vernetzungsmöglichkeit. Aber was ich schon jetzt auch so aus der deutschen Perspektive, wenn ich mir, wenn mir die mehrere Polizeigesetze kommentiert angucke, was ich schon sehr bedenklich finde, ist, was auch schon angesprochen wurde, dass Einschränkung der Privatsphäre, also dieses einerseits eine große Technikgläubigkeit des Staates, also oh, das gibt's, wir brauchen das, Stichwort Waffengleichheit mit Terroristen, das irritiert mich immer wieder, weil ich denke, brauchen wir jetzt auch Lastwagen oder keine Ahnung, also ich finde das schwierig. Aber dann wird eben gesagt, naja, wenn Terroristen mit WhatsApp kommunizieren und es ist verschlüsselt, müssen wir das auch, um dem sozusagen zuvorzukommen, dass es Anschläge gibt. Auch das kann ich noch total nachvollziehen aus menschenrechtlicher Sicht. Was aber ja passiert ist, die Einschränkung geht ja viel weiter als nur Antiterrormaßnahmen, sondern also man muss nur nach Bayern gucken, wo, glaube ich, sogar Sachen von bedeutendem Wert, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die beeinträchtigt werden sollen, ist auch die ganze Latte von Möglichkeiten eröffnet, von Quellen, Telekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchung, alles Mögliche. Also im Klartext, jemand muss nun mit einer Spraydose rumlaufen und man kann denken, der besprüht jetzt eine Sache von bedeutendem Wert, also könnte man ihn theoretisch überwachen. Das ist halt Wahnsinn, was da sozusagen für eine Möglichkeit geschaffen wird. Und es geht aber, finde ich, den Bürgern ganz gut so, klar, es gab Widerstand, aber die meisten sind einverstanden mit diesen Einschränkungen, wenn sie im Namen der Sicherheit sind. Und ich glaube, wir vergessen, dass der Staat es eben auch nicht immer nur gut meint. Also das eine ist ein zu viel, das andere ist aber auch manchmal ein Missbrauch. Der findet einfach auch statt. Das war noch vor 1949 so, deswegen das Grundgesetz. Und das kann auch wieder passieren. Ich meine, wir haben Landtagswahlen dieses Jahr in Sachsen und wir haben ein neues sächsisches Polizeigesetz, was wir auch gemeinsam kommentiert haben. Und ich möchte mir nicht ausmalen, was sozusagen eine sächsische Landesregierung unter der AfD mit diesem Gesetz macht. Und wenn man dann in der Datei ist, da ist Gesichtserkennung mit drin, Kfz-Erfassung mit Gesichtserkennung, dann kann man sich schon Sorgen machen, wen die dann auf dem Kieker haben. Das werden definitiv nicht nur Terroristen sein und Menschen, die grenzüberschreitende Kriminalität begehen. Vielen Dank. 70 Jahre Grundgesetz. Das Grundgesetz an sich ist ein Text von Toten, auch das haben wir gehört. Hoffentlich kein toter Text. Die Frage in dem Kontext ist natürlich, wer erweckt den Text zum Leben? Und das war jetzt auch über viele Jahrzehnte das Bundesverfassungsgericht, das den Text ausgelegt hat, zum Teil sehr, sehr weit dabei ging, also auch Dinge aus dem Grundgesetz rausgeholt hat, von denen wahrscheinlich die Verfassungsväter und Mütter gar nicht so genau wussten, dass sie sie reingepackt haben. Nehmen wir mal das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das muss man ja auch erst finden im Grundrechtstext, bevor man sagen kann, es gibt das Grundrecht. Herr Singelstein, was würden Sie sagen, was ist die Rolle des Bundesverfassungsgerichts und wie ist das zu bewerten? Ist das das, was aus Karlsruhe aus dem Grundgesetz gemacht wird, gerade mit Blick jetzt auf die neuen Herausforderungen, auf die Digitalisierung, auf den virtuellen Raum, ist das eine gute Grundlage oder brauchen wir da noch mehr? Das ist auch eine große und schwierige Frage. Wir stellen nur große und schwierige Fragen heute. Ich glaube im Prinzip schon. Ja, also na klar ist das Bundesverfassungsgericht eine ganz, ganz wichtige Institution in dieser Auseinandersetzung und ich finde es gut und richtig, wie das Gericht die Verfassung weiterentwickelt und versucht, für diese neuartigen Fragen aufzustellen. Ich glaube, das Gericht ist aber auch mit großen Herausforderungen konfrontiert. Und zwar nicht nur in seiner Rolle im Verhältnis zur Politik und zum Gesetzgeber, wo es eben gewisse geschriebene, ungeschriebene Grenzen gibt, innerhalb derer sich das Gericht bewegen muss, sondern ich glaube, es ist auch eine Frage der Geschwindigkeiten. Wir erleben gerade einen sehr schnellen technischen Wandel schon länger und in zunehmendem Maße, wir haben schon angefangen darüber zu sprechen, bedienen sich auch die Sicherheitsbehörden dieser neuen technischen Möglichkeiten, ist auch der Gesetzgeber entsprechend aktiv und entwickelt sich auch sowas wie eine Sicherheitsindustrie. Und ich glaube, in diesem Zusammenwirken nimmt die Entwicklung, was neue, gerade Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten angeht, massiv an Fahrt auf. Und ich glaube, das ist für das Gericht schon eine große Herausforderung, mit dieser Geschwindigkeit mitzuhalten. Ja?
Und klar versuchen, die Grenzen einzuziehen, aber gerade das Beispiel der drohenden Gefahr, wir haben gerade über die Polizeigesetze gesprochen, ist ein gutes Beispiel dafür, wie das auch konterkariert werden kann. Ja, also man kann nun die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur drohenden Gefahr so oder so lesen, wenn man sie mal so interpretiert, dass es der Versuch ist, des Gerichts in ganz engen bestimmten Grenzen diese Kategorie zu etablieren und zuzulassen. Dann hat insbesondere der bayerische Gesetzgeber das dankend aufgegriffen und daraus ein Polizeigesetz gemacht, was weit über das hinausgeht, was das Gericht formuliert hat. Und nun ist es wieder am Gericht, darauf zu antworten. Und ich glaube, das ist die schwierige Auseinandersetzung, in der es sich gerade bei diesem schnelllebigen Thema Digitalisierung befindet. Vielen Dank, Frau Freudenberg. Aus Sicht der ehemaligen Staatsanwältin, sind Sie zufrieden mit dem, was das Bundesverfassungsgericht so anstellt in den letzten 10, 20 Jahren in diesem Bereich? Es ist ja, gibt ja eigentlich kein Sicherheitsgesetz, das in Karlsruhe vorgelegt worden wäre, das ungeschoren von dort aus wieder zurückgekommen wäre. Was ist Ihre Sicht? Also ich denke mal, das Bundesverfassungsgericht arbeitet ja nicht im luftleeren Raum. Das Bundesverfassungsgericht nimmt in seinen Entscheidungen, in seinen Entscheidungsgründen Strömungen, Diskussionen in der Gesellschaft auf. Und das möchte ich an der Stelle einfach auch nochmal herausstreichen, dass das Bundesverfassungsgericht damit die Verfassung auch weiterentwickelt, entsprechend den aktuellen State of the Art Erkenntnissen in der Gesellschaft. Wir haben jetzt die Menschenrechtsdiskussion gerade eben schon mal gehört. Und ich denke mal, das sind Dinge, die auch das Bundesverfassungsgericht umsetzen kann und umsetzen muss. Es arbeitet nicht alleine, es guckt auch nach Europa und das zu Recht, denn in einer Europäischen Union können wir unsere Verfassung nicht alleine an unseren Maßstäben umsetzen, sondern wir müssen auch das europäische Recht mit einbeziehen. Ich finde, das Bundesverfassungsgericht arbeitet recht ausgewogen und auch im Sinne der bürgerlichen Freiheiten, wenn ich das mal so nennen darf. Natürlich muss es die verschiedenen Interessen miteinander versöhnen, das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Und dazu gehört eben auch, dass man gucken muss, dass man die Minderheiten schützt, dass man die Rechte des Einzelnen, die privaten Rechte des Einzelnen schützt. Und wenn es da noch weitere Grundrechte aus der Verfassung heraus entwickelt, finde ich das gut. Vielen Dank. Nächste Stufe ist auch schon angesprochen worden, Frau Schalau, die Frage nämlich, wenn der Staat von seinen neuen Möglichkeiten Gebrauch macht, dass wir möglicherweise jetzt vor einer Entwicklung stehen, wo sich viele Problematiken, die wir haben, zum Beispiel haben wir auch heute Morgen angesprochen, im Bereich der Diskriminierung durch staatliche Stellen oder der Ungleichbehandlung durch staatliche Stellen, dass wir die in den Griff kriegen, indem wir schlicht und ergreifend einen total schlauen Algorithmus einsetzen. Und Stichwort künstliche Intelligenz, auf diese Art und Weise dafür sorgen, dass die staatliche Leistung besser wird. Ja? Und zwar nicht nur bei dem, was die Polizei vor Ort kann und erreicht, sondern auch natürlich bei den Leistungen, die zum Beispiel Gerichte erbringen. Also schöne neue Welt der künstlichen Intelligenz, Ende aller Probleme. Finden Sie bestimmt auch. Ja, also nein. Wir beobachten da eigentlich was ganz Interessantes. Also einerseits sehr stark diesen Aspekt, dass das, was Recht ist, eben noch lange nicht Realität ist. Sowieso. Ne? Und das gilt zum Beispiel eben auch in Deutschland für Diskriminierung. Sie haben es genannt. Also es ist einfach nicht so, dass alle Menschen gleich behandelt werden von der deutschen Polizei zum Beispiel. Also die Polizei gibt es nicht, aber jetzt sozusagen an den vielen verschiedenen Orten. Wir haben ein massives Problem aus meiner Sicht mit Racial Profiling, also mit Personenkontrollen, die diskriminierend ablaufen. Und da gibt es natürlich Entwicklungen, wurde schon genannt, Predictive Policing, also wo man sozusagen einen Algorithmus entwickelt, wer könnte wo als nächstes kriminell werden und dann mithilfe dieses Algorithmus quasi besonders clever die richtigen Leute kontrolliert. Da haben wir einen ganz interessanten Bericht aus England tatsächlich, Gang Metrics von Amnesty von 2018, wo die Londoner Polizei genau das versucht hat. Sie wollten der Gang-Kriminalität Herr werden. Ein Problem war übrigens, dass auch überhaupt nicht klar war, was eigentlich eine Gang war. Und haben sozusagen Daten eben reingefüttert in diesen Algorithmus. Und was aber dabei rausgekommen ist, war eben ein zutiefst rassistischer Algorithmus. Es waren nämlich zum Beispiel 80% der in dieser Datenbank erfassten Menschen, also die sozusagen auch so als Gefährder geführt wurden, mit rot, grün, gelb markiert, waren schwarze Menschen, wohingegen nur, glaube ich, 25% der
oder 20% der in London begangenen Gangkriminalität von schwarzen Menschen begangen wurde. Das heißt, Algorithmen werden von Menschen entwickelt, die haben Stereotype und Vorurteile, und Algorithmen werden mit Daten gefüttert, die von Menschen erfasst wurden mit Vorurteilen und Stereotypen. Das ist auch das, was wir sozusagen in der täglichen Polizeiarbeit hier beobachten. Dann wird immer gesagt, ja, wir haben aber Lageerkenntnisse, dass an dem und dem Bahnhof schwarze Menschen oft kriminell sind. Ja, wenn man natürlich auch immer nur die kontrolliert, wird man vermutlich auch nur darüber Lageerkenntnisse haben. Und dieses Self-Fulfilling Prophecy, die speist sich ein. Und das Gefährliche an Algorithmen ist natürlich dann, dass ganz schnell so eine Art Verantwortungsdistanz entsteht, weil man sagt, na, das hat ja unsere kluge Technik entschieden, die ist unfehlbar, die ist race neutral. Also es gibt da richtig schon so Schlagworte. Insofern sehen wir da eine große Gefahr. Also natürlich kann das auch sehr gut eingesetzt werden, künstliche Intelligenz, ohne Frage. Das gibt bestimmt viele Möglichkeiten im Gesundheitswesen etc., wo auch Menschenrechte dadurch gefördert werden, Teilhabe gefördert wird. Aber Amnesty hat gerade so eine letztes Jahr die Toronto Declaration mitentworfen, wo eben ganz nochmal explizit aufgeführt wird, welche Risiken durch künstliche Intelligenz entstehen und die eben wir jetzt schon live in Farbe beobachten können, zum Beispiel bei der modernen Polizeiarbeit. Also deswegen ist es für uns eine mindestens so große Warnung wie ein Segen. Vielen Dank, Herr Moini. Ich habe Sie vorhin eingeführt mit den Worten, dass Sie nicht nur Jurist sind, sondern auch Autor. Sie haben 2019, Anfang 2019, ein Buch auf den Markt gebracht, das heißt Der Würfel. Und daran schildern Sie, was für Folgen der Einsatz von KI, sozusagen die schöne neue Welt, für uns haben kann, wie positiv man diesen Einsatz sehen kann. Ist das tatsächlich so? Nach Ihrer sozusagen Fantasie als Romancier gefragt, ist KI der Einstieg in ein sorgenfreies Leben? Ja, das ist die große Frage, die ich mir gestellt habe. Ich hatte natürlich den Luxus, mir die ganzen negativen Seiten, die die KI heute noch hat, einfach wegzudenken und mir eine Welt auszumalen, in der es tatsächlich so läuft, wie sich das viele jetzt erhoffen und auch wie viele versprechen, nämlich eine vorurteilsfreie Welt, in der gerade auch wahnsinnig komplizierte Entscheidungen, wie eben beispielsweise Gerichtsentscheidungen oder Gefährdungseinschätzungen von einer KI gefällt werden, die viel mehr weiß und viel fairer ist und viel weniger müde wird und so weiter und so fort. Das wirft aber natürlich ganz neue und andere Probleme auf, die uns auch jetzt schon heute berühren sollten, finde ich. Und das führt ein bisschen zu diesem Punkt der Vermessung des Menschen zurück, über den wir auch schon gesprochen haben, weil wir dadurch nämlich immer stärker zu Objekten werden. Also wir werden einerseits zu Objekten von Großkonzernen, also zu Konsumenten, wir werden als Konsument wahrgenommen, oder wir werden als zu Objekten der Sicherheitspolitik, also als Gefährdungsobjekt betrachtet. Und je stärker wir nur noch begriffen werden als die Summe unserer Daten und als die Summe dessen, was uns in unseren Teilen ausmacht, es gibt ja jetzt auch schon Versuche, aus Genmaterial Eigenschaften abzuleiten, also gibt es Forschung von britischen Wissenschaftlern, die auch wissen, was sie da machen, aber auch wissen, es werden sowieso irgendwelche Menschen irgendwann tun. Und die dann, und da wächst also was heran, was mir schon ein bisschen Sorge macht und wogegen man auch, finde ich, wenn man noch nur in der Minderheit ist, so ein Stück weit aufbegehren darf, weil ja in unserem Grundgesetz, Artikel 1, Absatz 1, Satz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist der unveräußerliche Teil in uns. Also wir dürfen gar nicht zu Objekten uns machen lassen. Also wir haben gar nicht die Fähigkeit, das aufzugeben, diesen Kern. Und da rutschen wir schon so ein ganz bisschen hin, und da kann auch das Bundesverfassungsgericht nicht immer Einhalt gebieten, weil eben dieses Problem da schon kam. Also einfach durch die schieren wahnsinnigen Möglichkeiten. Man kann dem Gericht auch aus Legitimitätsgründen nicht auferlegen, bei jeder neuen Stufe Nein zu sagen. Das schaffen die nicht, sonst verlieren sie sofort Legitimität. Und da kommen dann also 10 neue Methoden, und davon können sie vielleicht eine abschießen und auch bei der nur sagen, ja, und vielleicht die anderen 9 ein bisschen korrigieren, aber sie können nicht fundamental nicht Stopp sagen. Das müssen wir. Und es ist wie so mit einem Boot, das langsam vollläuft. Wann ist zu viel Wasser drin? Das Bundesverfassungsgericht hat kein Instrument zu sagen, jetzt reicht es uns. Es hat zwar so Andeutungen gemacht, also Überwachungsgesamtrechnung und so, aber wie die aussehen soll, also wie man ausrechnen soll, dass jetzt zu viel ist und was da der Wert ist, das muss politisch, das müssen wir ein Stück weit mitentscheiden. Vielen Dank. Frau Freudenberg, wiederum aus Ihrer Sicht als ehemalige Staatsanwältin, die ja sozusagen ihre Profession noch im Blick hat,
Wie würden Sie das einschätzen? Ist die Einführung von künstlicher Intelligenz, von selbstlernenden Algorithmen nicht für die Staatsanwaltschaft und möglicherweise für Sicherheitsbehörden insgesamt ein Riesenvorteil, eine Riesenchance? Nein, ganz klar. Erstmal, unser System, unser Rechtssystem ist darauf gar nicht ausgelegt. Ich hatte vorhin schon davon gesprochen, im Strafrecht haben wir ein Täterschuldstrafrecht. Das ist auch entsprechend gespiegelt im Gesetz. Da steht nicht, wer einen Diebstahl begeht, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bestraft, Punkt. Sondern da steht, der wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Das macht schon deutlich, dass wir eben einen bestimmten Rahmen ausfüllen müssen, und zwar dann im Einzelfall. Wie soll das gehen? Soll man dann Täter und Opfer auffordern, die für sie interessanten Daten einzugeben für die künstliche Intelligenz? Wie soll sich das auswirken? Dann letztendlich, welche Strafe soll da rauskommen? Das kann nicht funktionieren, weil die Individualität, Herr Mohini hat es schon angesprochen, die Würde des Menschen das verbietet. Und ich will einfach nochmal auf einen Punkt hinweisen, auch wieder Stichwort Straßenverkehr. Wir sind gerade dabei zu diskutieren die Einführung des selbstfahrenden Autos. Wir haben Beispiele, Tesla hat meines Wissens mehrere Fälle jetzt schon gehabt mit Unfällen, wo eben diese künstliche Intelligenz im Auto nicht funktioniert hat. Wir müssen ethische, moralische Grundsätze einprogrammieren. Welche programmieren wir denn ein? Wer darf denn dann überfahren werden? Das sind so Sachen, ich glaube, das bedarf vorher der Entscheidung von Menschen und nicht von künstlicher Intelligenz. Das ist auch nicht selbstlernend, weil das Plus-Minus- oder 0-1-System ja immer nur schwarz und weiß kennt. Die Welt und die Menschen sind aber nicht schwarz und weiß. Das geht auf keinen Fall aus meiner Sicht. Und ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, einfach auch aus Eigeninteresse, Stichwort Werbeblock. Der Deutsche Juristinnenbund wird in diesem Jahr einen Kongress veranstalten zum Thema digitaler Wandel, und zwar unter Frauen und rechtspolitischen Herausforderungen gesehen, und wird sich da auch mit dem Thema künstliche Intelligenz und natürlich auch mit dem Thema strafrechtliche Herausforderungen, sonstige Herausforderungen befassen. Ich glaube, wir müssen diese Auseinandersetzung in der gesamten Gesellschaft überall führen, und wir müssen uns vor der Technikgläubigkeit hüten. Vielen Dank. Herr Singelstein, jetzt ist die Frage eigentlich relativ naheliegend, die ich an Sie stelle. Ich versuche sie ein bisschen noch zu konkretisieren. Im Moment sieht es so aus, als würde man sich auf eine Sprachregelung einigen. Natürlich ist es schwierig, wenn wir Richter durch künstliche Intelligenz ersetzen. Aber ist es nicht absolut sinnvoll, dass wir Richter unterstützen durch künstliche Intelligenz? Zum Beispiel bei der Frage der Entscheidung, das US-amerikanische Modell ist schon angesprochen worden, bei der Frage über die Entscheidung, ob ich einem bestimmten Beschuldigten, einem bestimmten Straftäter die Bewährungsmöglichkeit gebe oder nicht, dass ich mich mal beraten lasse von einem Algorithmus und einen schönen Vorschlag machen lasse, der dann sagt, also zu 80% wird das gut gehen mit der Bewährung und bei anderen, nee, zu 100% auf gar keinen Fall. Aber die Entscheidung trifft nachher der Richter. Ist das nicht eine schöne, saubere Lösung? Ja, hört sich eigentlich erstmal ganz gut an. Ich glaube, man muss sich vor Augen führen, was Frau Scharlau schon angesprochen hat, dass natürlich die Aussagekraft und das Bild, was diese Algorithmen dann vermitteln, sehr wirkmächtiges sind, weil sie objektiv erscheinen als technikgegebenes Ergebnis, was aus Zahlen generiert wird. Und da kommt ja dann auch nicht eine differenzierte Aussage raus, sondern das ist in den USA häufig ein Ampelsystem. Ja, also rot, gelb, grün. Und wenn man da nun als Richter ein Rot sieht, wird man sich, glaube ich, sehr schwer tun, eine Entscheidung zu treffen, die der des Algorithmus widerspricht. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, und da müssen wir erst lernen, mit umzugehen. Aber ich glaube, man muss sich das Feld KI noch ein bisschen differenzierter angucken, weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche Sachen, die auch in unserem Bereich, im sicherheitsbehördlichen Bereich, schon darunter fallen. Wenn man einen Informatiker fragen würde, würde der wahrscheinlich sagen, künstliche Intelligenz gibt es gar nicht. Was wir haben, ist Machine Learning, aber keine echte künstliche Intelligenz. Wir haben nun gerade bei der Polizei Anwendungen, die einfache Hilfsmittel bei strafprozessualen Ermittlungen sind. Ja? Also das Durchsuchen von großen E-Mail-Beständen oder zum Beispiel würde die Polizei gerne automatisiert Handschriften erkennen können mittels künstlicher Intelligenz. Das sind jetzt alles Dinge, die sind aus meiner Sicht relativ wenig problematisch. Da kann man im Einzelfall darüber diskutieren, muss man sich angucken, wie man das regeln kann, wie man das umsetzen kann. Sehr viel problematischer ist tatsächlich dieser Blick in die Zukunft, ja, und zwar sowohl bei einer Bewährungsentscheidung, wo ein Richter unterstützt wird, letztlich sind es ja alles erstmal nur Support-Systeme,
aber eben auch beim Predictive Policing. Auf die Gefahren hat Frau Schala im Prinzip schon hingewiesen. Das Versprechen der KI ist natürlich, die Algorithmen sind prinzipiell leistungsfähiger als der Mensch, also sie sind nicht gebiased, wenn die Daten in Ordnung sind und sie werden nicht müde, sie sind eben leistungsfähiger, aber nur, wenn die Voraussetzungen stimmen. Also wenn die Daten, die reingegeben werden, schlecht sind, wenn der Algorithmus schlecht gebaut ist, dann kommen wir da in riesengroße Probleme und muss man das, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig betrachten und angehen. Ich will zwei ganz konkrete Dinge auch aus verfassungsrechtlicher Sicht ansprechen. Das eine ist die Frage von Kontrolle und Transparenz, ist auch schon angeklungen, ist, glaube ich, ein großes Problem bei KI und Algorithmen. Also wer kann eigentlich sagen, was der Algorithmus warum macht? Also wenn Sie mal einen Informatiker bei der Programmierung von so einem Algorithmus gesehen haben, die sind ziemlich hemdsärmelig unterwegs. Die probieren mal so, also das ist jetzt nicht so, dass die eine große kriminologische Theorie sich ausdenken und zugrunde legen und dann sagen, daraus bauen wir jetzt mal einen Algorithmus für Predictive Policing, sondern die probieren halt aus, was funktioniert. Und wie stellen wir eigentlich sicher, dass so ein Algorithmus macht, was er machen soll, und wie können wir eigentlich im Nachhinein überhaupt da reingucken und sehen, ob der macht, was er machen soll, und wie soll ein Richter oder ein Anwalt, der in ein Gerichtsverfahren geht und gegen so einen Algorithmus sich zur Wehr setzt, eigentlich kontrollieren können, was da stattfindet. Das ist eine große Frage, die sich, glaube ich, stellt. Und die andere große Frage ist die informationelle Selbstbestimmung. Ja, weil KI ist angetrieben von Daten. Je mehr Daten es gibt, desto besser funktionieren Systeme der künstlichen Intelligenz. Und deshalb sind diese Systeme eigentlich darauf angewiesen, dass wir möglichst große, möglichst umfassende Datenbestände bauen. Und im sicherheitsbehördlichen Bereich, beispielsweise Predictive Policing, liegt es in der Natur der Sache, dass die Sicherheitsbehörden ein Interesse daran haben, möglichst umfassende, möglichst differenzierte Datenbestände zu bauen, weil dann diese Systeme am besten funktionieren. Und das steht im grundlegenden Widerspruch zu unseren verfassungsrechtlichen Vorstellungen von informationeller Selbstbestimmung, weil es im Prinzip den Zweckbindungsgrundsatz völlig außer Kraft setzt. Ganz herzlichen Dank. Das war jetzt der Werbeblock für den Landesbeauftragten für Datenschutz. Vielen Dank. Jetzt sollen Sie aber auch ins Spiel kommen. Wir wären ganz froh, wenn Sie uns noch die ein oder andere Frage präsentieren könnten, die wir hier oben auf dem Podium diskutieren. Ich schaue mal in die Runde. Sie sind alle sehr, sehr zufrieden mit uns. Wir machen auch ohne Sie weiter, aber da ist die Frage. Wunderbar. Kleinen Moment, das Mikro kommt. Stefanie Eisenschenk, hallo. Welche aktuellen, ich sage jetzt nicht künstliche Intelligenz, weil das ist ja kein, sondern welche Softwareanwendungen werden denn aktuell jetzt schon eingesetzt zur Polizeiarbeit? Zum Beispiel in Bayern soll es, ich weiß nicht, ob es stimmt, von Palantir Software eingesetzt werden. Weiß da jemand was darüber? Frage in die Runde. Herr Moini? Singelstein? Es gibt sehr unterschiedliche Dinge. Das, was ja mit groß und öffentlichkeitswirksam eingeführt worden ist, sind die Predictive Policing Systeme, die in Deutschland sich im Prinzip noch in den Kinderschuhen befinden. Also da werden wirklich ohne personenbezogene Daten, nur mit Polizeidaten zu bestimmten Taten, ganz bestimmte Delikte versucht vorherzusagen, nämlich professioneller Wohnungseinbruchsdiebstahl. Dafür gibt es unterschiedliche Systeme. Manche Länder haben die selber gebaut. Beispielsweise NRW hat so ein eigenes System entwickelt mit Scala. Viele Bundesländer haben eine deutsche Anwendung, die von einem deutschen Unternehmen, Precorps, programmiert worden ist, eingekauft, beispielsweise Bayern. Und das sind so Systeme, die im Augenblick noch ohne personenbezogene Daten arbeiten. Ich glaube, weil man die große datenschutzrechtliche Diskussion darum gescheut hat und die jetzt weiterentwickelt werden, die also auf andere Deliktsbereiche ausgedehnt werden sollen und auch andere Datenbestände mit einbeziehen sollen. Das ist ein Bereich. Der andere Bereich ist, was Sie mit Palantir angesprochen haben, dass es bei den Länderpolizeien zunehmend das Bestreben gibt, die bestehenden Datenbestände, die man also hat, also alles, was in polizeilichen Dateien gespeichert ist, mit neueren Formen von Auswertungen halt besser nutzbar zu machen. Ja, bisher sind das im Prinzip relativ simple Datenbanken, in denen abgefragt wird, wenn man was wissen will.
Und diese Big-Data-Lösung, die beispielsweise Palantir auch anbietet, was von Hessen eingekauft worden ist, versprechen halt, dass man aus diesen Datenbeständen, wenn man sie denn übergreifend durchsuchbar macht und zusammenführt, eben weitere Erkenntnisse generieren kann und diese Daten gemeinsam nutzen kann. Vielleicht noch eine Ergänzung. Also alles, was mit Gesichtserkennung zu tun hat, also gerade dieser Modelllauf der Bundespolizei am Südkreuz in Berlin, das ist natürlich auch Machine Learning gestützt. Also alles, was mit Erkennung zu tun hat, ob jetzt von Schrift oder Sprache oder Optik, also Gesicht, das ist auch immer Machine Learning gestützt. Und da kann man auch, glaube ich, so ganz plastisch machen, was das Problem von solcher Technologie zumindest jetzt noch ist. Also die haben, glaube ich, unter optimalen Bedingungen, wenn sie drei Systeme gleichzeitig eingesetzt haben und das Licht perfekt war und auch die Rohdaten, die sie abgeglichen haben, perfekt waren, eine Trefferquote von 99%+ gehabt. Selbst wenn wir mal sagen 99,9%, was im Moment wirklich fern dessen ist, was realistisch ist, dann hat man zwar nur 0,1% Fehlerquote, aber man muss sich immer fragen, auf welche Masse von Menschen man das anwendet. Also wenn 1 Million Menschen, die durch Berliner U-Bahn laufen, von diesen 0,1% sind das 1000 Menschen, die rausgefiltert werden, also fälschlicherweise. Man sucht aber nur nach 100 Gefährdern oder so, von denen auch nur ein Drittel unterwegs ist, trifft davon dann vielleicht wirklich 32 von 33, aber hat dann eben 1000 Unschuldige, die für einen dieser Gefährder gehalten wurden, und 33 hat man dann tatsächlich beobachtet. Und das ist so das Problem jetzt zumindest noch von solcher Technologie. Darf ich noch ganz gerne kurz? Frau Schaller und dann Frau Freudenberg noch. Ich finde, die Frage ist so gut, auch deshalb, weil man sofort so denkt, vielleicht, also wir haben darüber zum Beispiel keine vertieften Erkenntnisse, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass genau da auch die Transparenz fehlt. Ne? Das ist ja nicht so sichtbar, und wir haben echt die Erfahrung gemacht, also in Niedersachsen zum Beispiel bei der Anhörung zum Polizeigesetz waren auch Firmen eingeladen als Sachverständige, deren Software dann durch Videoüberwachung etc. zum Einsatz kommen sollte. Also das ist übrigens auch nochmal so ein Aspekt, so wie viel Druck da auch zum Beispiel von Seiten von Wirtschaftsunternehmen, also ich habe das da nur vernommen, dass die tatsächlich auch gesagt haben, naja, ne, wir sind ein guter Arbeitgeber in Niedersachsen, jetzt sollte endlich mal diese Rechtsgrundlage kommen. Das ist aber nochmal so ein extra Aspekt. Aber ich glaube, es ist eben oft einfach gar nicht klar, welche Programme eigentlich jetzt genau zum Einsatz kommen. Und dadurch ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass man eben niemanden am Ende, also erstmal kriegt man vielleicht gar nicht mit, in welchen Datenbanken man schon ist, mit irgendwelchen Daten. Und zweitens ist es eben eine Frage auch des, letztendlich des effektiven Rechtsschutzes, weil ich kann mich ja auch nur wehren, wenn ich weiß, was am Start ist und was mich vielleicht auch schon mit einbegreift. Und das findet aber alles unter so einem, also vielleicht haben Sie da die deutlich besseren Kontakte, aber für uns ist das auch alles immer sehr schwierig herauszufinden, sozusagen, was, weil dann immer gesagt wird, das ist alles noch im Teststadium, das ist alles noch nicht offiziell, aber plötzlich läuft es, dann kann man, glaube ich, von ausgehen. Das ist ein schönes Anwendungsfeld für die Informationsfreiheit, ja, genau. Möchte ich an der Stelle einwerfen. Frau Freudenberg. Ich wollte noch auf einen Punkt hinweisen, der mir bei dieser Frage nochmal bewusst geworden ist. Wir haben hier die ganze Zeit davon gesprochen, der Staat nimmt Dinge in Anspruch, die möglicherweise problematisch sind. Aber wir haben natürlich einen ganz großen Bereich privater Sicherheitsdienste, private Sicherheitsindustrie, die ja auch dann solche Angebote machen, die wir im Moment gar nicht kontrollieren können. Was machen wir denn mit denen, wenn die mit künstlicher Intelligenz am Eingang eines Kaufhauses sagen, du kommst rein, du kommst nicht rein, zum Beispiel. Und Ähnliches. Oder du wirst wahrscheinlich bei mir klauen. Also, ne? Also der Beispiele sind noch viele, und ich glaube, wir müssen diesen Bereich zumindest mit im Blick behalten. Ganz herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Eine kurze Frage. Ja, gerne. Wunderbar, Frau Steine. Vielen Dank für die spannenden Diskussionsbeiträge. Leonie Steine vom Deutschen Juristinnenbund. Wir beschäftigen uns insbesondere natürlich mit dem Themenkomplex geschlechtsbezogene Gewalt oder geschlechtsbezogenes Hate Speech im Netz. Und da würden mich noch ganz kurze Einschätzungen der PanelistInnen zum Netz-DG interessieren. Oh, jetzt machen wir natürlich ein Fass auf, kurz vor Ende. Wir machen das ganz clever. Sie dürfen alle was zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz sagen, müssen das aber verbinden mit einem Schlusswort. Frau Schaller. Überraschung. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein Kerngebiet. Nichtsdestotrotz hat sich Amnesty natürlich auch mit dem Gesetz und auch mit vielen, also wir sehen das ja dann oft in dem gleichen im internationalen Kontext mit vielen Parallelen
Gesetzen in anderen Ländern, vor allem in Europa, haben wir genauer hingeguckt, beschäftigt. Und wir sehen da natürlich große menschenrechtliche Risiken. Ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen in der Phase, wo man gucken muss, ob sich diese Risiken eben auch erfüllen. Also Stichwort Overblocking, Blockade der Meinungsfreiheit, wie viel sozusagen Verantwortung sollte bei privaten Unternehmen liegen für eine Aufgabe, die letztendlich staatlich ist, wobei sie ja auch staatlich bleibt, die der Strafverfolgung etc. Also ich kann nur sagen, wir gucken da genau hin und haben auf jeden Fall einen kritischen Blick drauf, sehen aber eben auch den Bedarf, etwas zu tun. Also wir haben zum Beispiel eine Studie, Toxic Twitter heißt sie, von Amnesty, wo eben ganz gruselige Zahlen rauskamen, wie sehr sich Frauen auf Twitter zurückhalten mit Äußerungen, weil sie schon so oft Opfer von Hate Speech und Online-Mobbing geworden sind. Insofern begrüßen wir grundsätzlich den Ansatz, da etwas zu tun, damit einfach auch eben, das ist vielleicht das Schlusswort dann, damit eben die Rechte, die wir so schön haben im Grundgesetz und die so schön weiterentwickelt wurden, eben auch tatsächlich in der Realität stattfinden, und zwar für alle. Und da sehe ich auch wirklich unseren, also ich finde, das Grundgesetz ist erst Realität und die Grundrechte, wenn sie wirklich für alle Realität sind. Also in meiner idealen Welt gäbe es das NetzDG nicht, oder es stünde im NetzDG eine Digitalsteuer drin, die finanziert, dass auch die Erstbeurteilung durch den Staat gemacht wird. Und also ich finde, das ist schon so ein ganz problematischer Trend, oder auch in diesem Gesetz wird eigentlich ja, praktisch oder fühlbar, was unsere neue Welt so mit sich bringt, nämlich gigantische Monopole von Riesenkonzernen, die, wenn sie über solche grundrechtlichen Fragen entscheiden, nicht die richtigen sind, einfach deshalb, weil sie andere Interessen haben, als sie der Staat haben sollte bei der Urteilung einer Meinung. Denn der Konflikt, in dem die stehen, die wollen natürlich Meinungen auf ihren Plattformen haben, die möglichst zu hoher Aufmerksamkeit führen. Und das ist einfach so ein grundsätzlicher Zielkonflikt zu dem, was Meinungsförderung oder Meinungsfreiheit eigentlich sein sollte. Und deswegen bietet sich die Frage eigentlich auch gut an für ein Schlusswort eben. Und das wäre mehr oder weniger, dass wir also gerade auch uns kümmern müssen um diese gigantischen Monopole, um diese Machtkonzentration, um die zunehmende Übernahme von eigentlich staatlichen Funktionen, also Plattformen anzubieten, Marktplätze anzubieten für Meinung und aber auch für Güter. Und dass der Staat sich da immer mehr stärker verdrängen hat lassen und das auch hinnimmt, das finde ich eine sehr gefährliche Entwicklung. Ja, mein Statement geht in eine ähnliche Richtung. Ich hatte ja schon zu Beginn berichtet, dass ich auf dem Deutschen Präventionstag bei einem Vortrag von Kollegen war, die eben gesagt haben, wir können nicht mehr verfolgen, weil die Daten sind gelöscht. Ja? Das ist ja auch das Prinzip nach dem NetzDG, dass eben jemand sagt, ich beschwere mich, da sind Daten, die sind strafrechtlich relevant, bitte löscht die. Dann machen die das, aber dann kommen wir strafrechtlich nicht mehr ran, wir können nicht verfolgen. Und das hat mich zu der Äußerung dann hingerissen, dass ich gesagt habe, es ist eine Durchbrechung des Legalitätsprinzips, des Gewaltmonopols des Staates, und das dürfen wir nicht zulassen, meines Erachtens jedenfalls. Man muss das nochmal ein bisschen genauer durchdenken und muss überlegen, welche Strategien kann man dagegen entwickeln, dass praktisch Private mit finanziellen, pekuniären Interessen da das für ihre Zwecke nutzen. Und ich glaube, da müssen wir sehr genau hinschauen. Und unter Umständen kommen wir dann wieder zu dem Thema Vorratsdatenspeicherung, um noch ein Fass aufzumachen. Wir müssen, wenn wir das mit dem NetzDG so fortsetzen wollen, müssen die Firmen verpflichten, die Daten, die sie gelöscht haben, vorzuhalten. Im Sinne einer Datenspeicherung. Und zwar auch, wenn es nur um Beleidigung und Verleumdung geht, obwohl das minimale Delikte sind. Wir haben sowieso im Strafrechtskatalog einiges noch nicht drin, wie zum Beispiel, was Österreich nämlich hat, das Cybermobbing, was ein ganz maßgeblicher Bereich ist, durch den sich Frauen eben auch zurückziehen. Und deswegen kann ich nur sagen, wäre den Anfängen, da müssen wir hingucken. Ja, ich glaube, ich kann den Antworten auf die Frage gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube auch, dass es ein großes praktisches Problem ist, mit dem wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen müssen und versuchen müssen, Lösungen zu entwickeln. Aber ich habe auch große Zweifel am NetzDG. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir weiter führen müssen. Was das Schlusswort angeht, ich glaube, dass es ja generell so ist, dass die Grundrechte, dass das Grundgesetz, aber insbesondere die Grundrechte, was sind die von uns mit Leben gefüllt werden. Das heißt, es ist nichts, was nur in diesem Text steht, sondern was täglich
neu auch erobert und ausgefochten werden muss. Und ich glaube, das gilt für den Bereich der Digitalisierung in ganz besonderem Maße aus verschiedenen Gründen. Wir haben gehört, dass das Bundesverfassungsgericht nur beschränkte Möglichkeiten haben. Wir sehen, dass es ein Bereich ist, der sehr stark von großen Konzernen dominiert wird. Ich glaube, es ist ein Bereich, in dem es sehr wenig Transparenz gibt. Also gerade im sicherheitsbehördlichen Handeln haben wir wenig Einblicke in das, was passiert. Und deshalb ist es, glaube ich, ungleich schwerer, dass wir in dem Bereich Grundrechte durchsetzen und jeden Tag neu durchsetzen. Und deshalb sind wir, glaube ich, in dem Bereich in ganz besonderem Maße herausgefordert, dies zu tun. Ganz herzlichen Dank. Das war das Forum 1. Neue Unmöglichkeiten, Digitalisierung und Freiheitsrechte. Ich habe mich sehr gefreut, hier oben mit Ihnen diskutieren zu dürfen. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Ich danke allen, wie ich heute Morgen gelernt habe, Grundgesetz-Groupies, dass Sie hier so lange ausgehalten haben und sich so aktiv beteiligt haben. Jetzt ist Mittagspause, 13:45 geht es weiter mit der Filmvorführung Grundgesetz, ein chorischer Stresstest. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Guten Appetit.